Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Assassin's Creed Origins. Ihr seht's, glaube ich. Ich mache jetzt doch noch eine Aufnahme. Gleich hinterher. Wegen dem Stress. Elex muss ich mich auch noch gucken, weil da sind wir noch nicht vollständig fertig mit. Ich muss nämlich noch den Big Boss sozusagen besiegen. Da muss ich mich auch noch was machen. Und gucken, wie man den besiegt. Jetzt wird es lauter da oben. Ich glaube, das wird die letzte Folge für heute sein, die ich aufnehme. Warum bin ich gerade eigentlich geschwommen? Hier kommt, da ist ein Boot. Wenn wir hier anlegen, müssen wir noch ein Stück. Vielleicht können wir dem Wasserlauf noch ein bisschen folgen. Lass mal gucken. Ja, können wir bis hierhin sogar. Oh. Das kann ich gebrauchen. Das war noch nicht das Goldene. Dann ist es das da wahrscheinlich. Nee, auch nicht. Achso, ich bin zu früh an Land gegangen. Egal, wir brauchen ja das harte Leder. Ich hänge fest, oder? Voll die das alle. Aber es auch und das harte Leder. Was ist das denn hier? Ach, Heuschrecken.
das Leder können wir gut gebrauchen. Die Frage ist 35, ja. Jetzt brauchen wir natürlich noch normales Leder, Tigerleder. Oder Fell, Tigerfell. Ich weiß jetzt auch nicht. Hi Leute. Du Hey, was? stirbst und du auch. Du Wurm! Was? Zu früh. Ach, dein Auto ab. Da kommen wir ja wieder. Kein Wunder, dass die Banditen werden bald wieder hier sein, Brüder. Wir gehen in das letzte Gefecht. Verpasst ihnen ein paar Narben, bevor sie unsere Kehlen aufschlitzen. Wir stehen dir bei, Rai. Wir sind es alle müde, wegzulaufen. Unser Blutschwur zu diesem Land ist unverwüstbar. Warum versteckt ihr euch in diesen Ruinen? Ein Medjay. Endlich zeigen die Götter Erbarmen. Ich bin Rai. Und das sind die Reste meiner Familie. Banditen haben uns von unseren Bauernhöfen verjagt. Wir können sonst nirgendwo hin. Wir haben nichts Wertvolles dabei. Und sie verfolgen uns schon seit Tagen durch diese Einöde. Ich kenne viele Banditen. Sie sind zynisch und herzlos. Sie haben so viele getötet. Meinen Vater, meinen Sohn. Hier sind alle, die noch von unserem Dorf übrig sind. Die Banditen werden wiederkommen, um uns fertig zu machen. Steh uns bei, Medjay. Hilf uns, endlich Rache zu nehmen. Rache ist mein Credo. Ich werde euch helfen. Wie ist euer Plan? Es gibt eine Klippe nicht weit von hier. Von dort aus können wir die ganze Gegend überblicken und unsere Verteidigungsstrategie planen. Gehen wir. Diese Einöde ist gefährlich. Sind es nicht Banditen, dann Hyänen oder andere Tiere. Re sei Dank weiß ich einen Bogen zu benutzen. Das ist eine schöne Waffe. Ungewöhnlicher Stil. Als mein Vater ihn mir gab, war er 3 Handbreit größer als ich. Die Jungs zogen mich gnadenlos damit auf. Jetzt macht er mich traurig. Ich denke ständig an Vater. Darauf habe ich gehofft. Hast du das gesehen in der Nähe des Eingangs? Da sind Zeichnungen an der Wand. Ja. Oh ja. Da ist ein Symbol von Horus. Aber es ist leicht verändert. Es sieht sehr alt aus. Was ist das für ein Ort? Du kommst ziemlich schnell voran, Rai. Ich kenne diese Höhlen. Sie sind ein natürlicher Tempel. Was hast du da für einen Anhänger? Ein alter Adlerkopf. Ich hoffe, er bringt uns Glück. Sieht man den Anhänger überhaupt? Nö. War gut. Bei den Göttern, das ist wunderschön. Ich könnte hier stundenlang bleiben. Kleiner Moment, wir machen das hier eben schnell. Das ist Horus, der Falke, der große Schwarze, Gott des Himmels. Die Sonne ist sein rechtes Auge und der Mond sein linkes. Für immer fliegt er durch den Himmel und bringt Tag und Nacht. Tragen die Menschen nicht das Horus-Auge? Ja, Chemu,
Und der Pharao ist Horus, oder? Ja, mein Sohn. Der Pharao ist Horus im Leben und Osiris im Tod. Deshalb regiert der Pharao nicht nur Ägypten, sondern die ganze Welt. Aber nur ein wahrer Pharao. Ich erkenne es nicht, ob ich... Nee, also doch weiter hoch. Hä, das hier? Nee. Was ist das nicht? Doch. Doch, ist es. Sorry, Ma'am, ich bin noch nicht ganz fertig. Jetzt, wenn wir schon mal hier oben sind. Verdammt. Ja, hat funktioniert, gut. Der Wind wird stärker. Ich bin gleich bei dir, meine nicht Liebe. Gut. Nein, du sollst doch nicht da unten, du Vogel. Jetzt geh doch. Aloho, Junge. So. Jetzt gehen wir wieder zu ihr. Ich weiß nicht, inwiefern dieser Sprung jetzt funktioniert, aber... Ja, sehr gut. Jetzt sprechen wir mit ihr. Okay. Genug getrödelt. Wir müssen planen, wo die Banditen auch herkommen. Meine Brüder stehen in den Ruinen bereit. Ich bleibe hier oben und halte Wache. Wenn sie kommen, gebe ich ein Signal. Dann greife ich von hinten an. Ich will nicht respektlos sein, Rai. Aber ihr seid keine Soldaten. Die Banditen sind Mörder. Deine Bauernfreunde überstehen diesen Kampf vielleicht nicht. Ich weiß, Bayek. Ich habe wirklich sehr viel Angst. Wäre deine Familie in deinen Armen gestorben, würdest du das verstehen? Ich kann jetzt nicht davonlaufen. Glaub mir, ich verstehe das. Und ich kämpfe mit dir. Fürs Erste gehe ich zu den anderen zurück. Beeil dich. Es ist ein langer Weg den Berg hinunter. Bayek! Du bist doch kein Adler! Geht es dir gut? Das war verrückt, aber erstaunlich. So, wie es aussieht, sind die Götter uns hold. Ich hoffe, Senu ist in Sicherheit. Magi, wir können dir gar nicht genug dafür danken. Die Götter... Magi, du bist zurückgekehrt! Ja, deine Schwester bleibt auf der Klippe. Sie gibt uns ein Zeichen, wenn die Banditen kommen. Diese Ruinen sind eng. Es könnte sich lohnen, Fallen zu stellen. Feuer und Öl vielleicht. Habt ihr Vorräte? Feuer? Eine schöne Idee. Ja, haben wir. Beeilen wir uns. Gut. Begib dich auf... So oder so... Sollte ich wieder mit Rais Bruder sprechen, wenn ich fertig bin. Ich dachte, die alten Magi wären fort. Du gibst mir wieder Hoffnung. Feuer. Ich sehe kein Feuer. Das ist ein bisschen problematisch. Aber hier vielleicht. Ach, lassen wir das mit den Fallen. Wir kriegen das schon hin. Ich bin fertig. Dann warten wir und beten. Da sind sie! Die Banditen sind hier!
Wir sehen euch, ihr kleinen Ratten. Ihr könnt euch nicht vor uns verstecken. Wir sehen euch, ihr kleinen Ratten. Ihr könnt euch nicht vor uns verstecken. Wo ist die Frau? Hebt uns den Bogen. Vielleicht lassen wir euch leben. Vielleicht auch nicht. Na, es geht doch aus. Ich töte dich. Zeit für dein nächstes Leben. Geschafft. Aber es sind noch mehr da draußen und sie kommen zurück. Sie waren hinter Vaters Bogen her. Was? Das alles für einen alten Bogen? Aber warum? Das ergibt keinen Sinn. Den hätte ich ihnen gegeben. Ich habe so das Gefühl, einer von denen ist unter der Welt. Ich glaube, wir müssen mal überspringen. Der Bogen ist ägyptisch. Doch älter als alles, was ich je sah. Er ist erstaunlich leicht. Und die Balance ist perfekt. Die Wurfarme sind zum Teil aus einem seltsamen schwarzen Stein. Kommt mir bekannt vor. Ich untersuche es, wenn ich mit dem mörderischen Anführer fertig bin. Obsidian? Hey, was? Du hättest... Können wir da auch reinreiten? Oh, der ist gar nicht hier. Brief vom Bandenanführer. Er sammelt alte Waffen. Er wollte diesen Bogen so dringend, dass er dafür tötete. Aber warum? Er ist nicht hier. Sie haben ein neues Versteck in einem nahen Grab. Sie halten sich für unauffindbar. So, meine Freunde. Jetzt komme ich. Waren da unten gerade? Wow. Wow. No. Ich glaube nicht, dass wir es diese Folge noch schaffen werden. Ich habe die Hoffnung, aber guck dich mal die Wege hier an. Selbst mit Pferd, unmöglich.
Oh. Hier muss es sein. Der Anführer ist in dieser Grabstätte. Bei den Göttern. Das ist sehr alt. Irgendetwas ist ungewöhnlich am Mauerwerk. Diese Zeichnungen ähneln denen auf Reis Boden. Ich würde gern fertig werden. Ich hetze zwar gerade ein bisschen, aber es tut mir leid. Gut, hetzen bringt hier gerade so gar nichts. Gehen wir mal runter. Göttlicher Fels. Ich wusste, dass es einen uralten Schatz in diesen Bergen gibt, aber das? So etwas habe ich noch nie gesehen. Das ist die Wirkungsstätte der Götter selbst. Das könnten wir alles in Krokodilopoli verkaufen. Ah, das funktioniert. Die müssen ja auch irgendwie hier hingekommen sein. Die Wachen hier sind sehr aufmerksam. Hey! Was? Ja, komm schon. Ich hol mal noch. Mörderischer, habgieriger Scheißkerl. Er wird die Bauern nicht mehr belästigen. Er trägt Stücke des Schwarzsteins bei sich. Vermutlich aus der Grabstätte hier. Es ist dasselbe Material wie in Reisbogen. Es passt. So sollte es gehen. Nun ist die Waffe perfekt. So, hier sagt er sowieso immer das Gleiche. Hier ist noch so ein Herzstein. So. Da auch. Zackedi. Ich hasse es, wenn ich beim Spielen hetzen muss. Ich will das eigentlich nie. Geht's denn hier lang? Ich will immer erkunden. Naja, gehen wir jetzt erstmal raus hier. Oh, da liegt auch noch ein Herzstein. Oh ne, ich weiß schon, was jetzt kommt. Gott, nein. Gut, das müssen wir uns wohl noch anhören. Wenn wir schon mal hier sind. Wird es jetzt noch 10 Minuten Gelaber geben? Naja, kommt ein bisschen Ruhe rein. So, jetzt sind den Müll da doch. Fünf, packt einen da rein, möchte ich nur mal sagen. Neuübertragung, Segment 4. Zeitsynchronisierung läuft. Seit der großen Katastrophe sind 99 Tage vergangen. Der Bote spricht. Am 21. Tag des Dezembers 2012 aktivierte Desmond das globale Aurora Borealis-Gerät. So beschützte er die Erde vor dem tödlichen Sonnensturm. Am 21. Tag des Dezembers 2012 machte die Menschheit einfach sorglos weiter. Sie ging arbeiten, in die Schule oder zum Brunnen, um Wasser zu schöpfen.
Am Abend des 21. Dezember 2012, als die Sonne den Tag beendete, ging die Menschheit schlafen. Dann, mit Anbruch des 22. Dezember 2012, wurde der Menschheit ein neuer Morgen geschenkt. Sie erfuhr nie, dass der Tag zuvor fast ihr Ende gewesen wäre. Wir dachten, das wäre bereits genug. Und das war es für eine Weile. Die Zeit ist unerbittlich. Sie korrigiert sich immerzu. Die Sprache der Zeit hat viele Formen. Zwei davon verstehst du nun in diesem Zustand. Lineare Kontinuität ist eine Simulation mit Platz für Variation. In ihr gibt es Knotenpunkte, Engpässe, Augenblicke, in denen Algorithmen den Fluss überlagernder Möglichkeiten in einen einzelnen Moment bündeln, in dem nur eine absolute Wahrheit möglich ist. Pfade sind variabel. Kontinuierlich. Knoten sind statisch. Permanent. Und die Wellenfunktion kollabiert die Pfade in Knoten, die sich verzweigen. Immer und immer wieder. Also frage ich mich, spürst du, wie die Welle kollabiert und versucht, Desmonds rebellische Tat zu korrigieren? Für den kommenden Knoten muss die Welt enden. Die Algorithmen leiten den Fluss der Möglichkeiten schon seit über 100 Jahren zu diesem Ziel hin. 11. Ribalu. Ein Labyrinth von Gräben, voller Schlamm und Senfgas. Familien verstecken sich vor Angst, während V2-Raketen ihre Häuser vernichten. Feuer aus den Öfen des Los Alamos Laboratory, das globale Katastrophen anheizt. Der Salpucha 15-Vorfall von 1983. Die Atomkriegsuhr in einem Büro der University of Chicago. Die Zeiger bewegen sich mit den Jahren vorwärts. Der Knoten ist nah. Vielleicht wusstest du es. Vielleicht hast du es gefühlt. Dass die Welt dich bald eingeholt hat. Na gut, waren jetzt nur 3 Minuten oder so, aber gut. So. Ah, Grab mal verlassen, bitte. Pum. Ich bin ein Zauberer. So. Jetzt wollen wir... Was ist hier? Das wäre so interessant, aber jetzt nicht. Wir gehen jetzt erstmal hier hin. Und ja, in diesem Ladebildschirm verabschiede ich mich dann mal. Ne? Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zur nächsten Folge.